Hallo, hier ist euer Balko. Heute wieder Zeichnen der Verpeilten oder Zeichnen verpeilt oder ich weiß gar nicht, wie mein Titel heißt. Wie heißt denn der? Scheiß drauf. Ihr fragt euch bestimmt, warum kommt das Video immer 2 Wochen? Das ist, weil ich selber Probleme, glaube ich, habe mit den ganzen Zeichnen. Ich war schon kurz davor, das ganze Projekt abzubringen. Sagen, ich kann das nie, ich werde nie zeichnen können. So ein Scheiß, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und deswegen habe ich die 2 Wochen nur Übung gemacht. Heute läuft das Ganze anders ab. Normal seht ihr jetzt einen Kameraschwung, dann sind wir auf dem Tisch. Mein Tisch ist gerade nämlich nicht gut, da muss ich neu aufbauen und gucken, wie ich das Ganze mache. Auch mit der Kamera, dass ich den Tisch abfilmen kann und ihr habt Licht. Deswegen habe ich mir überlegt, das machen wir heute stehen, ne? Deswegen zeige ich euch hier auch was, nicht dass ihr nur mein dummes Gesicht seht, sondern dass ihr seht, was ich gemacht habe. Ich habe Übungen gemacht. Seht ihr? Das Blatt hier, so ähnlich, haben wir ja auch beim letzten Video gezeigt, beim Zeichnen in 5 Wochen, was so die Übungen sind. Das habe ich gemacht, ihr könnt es euch nochmal angucken. Ich habe kleine Striche geübt. Ich habe auch noch Blätter, wo ich weggeworfen habe, wo ich große Striche geübt habe. Und dann seht ihr, was ich da alles so gemacht habe. Dann ging es weiter. Ich habe viele Kreise gemalt, weil ich konnte keine Kreise malen. Das hat mich voll genervt. Kann es immer noch nicht ganz richtig gut. Dann war es mir irgendwie langweilig. Da habe ich die Kreise angemalt teilweise. Naja, ihr seht, es ist nicht wirklich spannend, was ich so gemacht habe. Und dann habe ich eine Übung gemacht von Zeichnen in 5 Wochen. Ich habe das Gefühl gehabt, die hilft mir und ich habe mich auch entspannt. Nämlich das hier. Seht ihr? Eine ganze DIN A4 Seite voll. Und das ist nicht alles. Wir machen natürlich 2 DIN A4 Seiten voll mit dieser Übung. Aber die hat mir das Gefühl gegeben, dass ich auch danach einen besseren Kreis malen kann. Habe ich nicht verstanden. Da habe ich natürlich gekritzelt, wie ihr es jeder kennt, Kritzelblatt zeigen. Ja komm, wir zeigen es. Da habe ich sowas hier gekritzelt hier. So ein Typi gemalt mit einer Lampe, so eine Art Mumie, einen riesen hässlichen Vogel. Dann habe ich versucht, mal ein bisschen den Körper vom Mensch zu malen. Wieder Kreise. Also nur dumm rumgekritzelt, weil irgendwie nicht ganz schön, ne? Das ist das Gespenst von Wörthersee oder irgendwas. Ja. Es ist mir alles nicht mehr so richtig gelungen und das war es dann auch großartig, was ich so gemacht habe. Und wenn ihr denkt, das hat er auf DIN A4 Seite gemacht, was hat er dann sonst noch gemacht, ne? Weil ist ja nicht viel. Ich zeige es euch, ich habe hier auf diesen kleinen Blöcken weitergemacht. Ich habe nur noch Übungen gemacht. Ganz viele Übungen, ein paar Kritzlereien. Hier seht ihr nochmal, ich habe es nachher kombiniert, dass ich ein Viertelblatt so gemacht habe. Hier dann Striche geübt, Kreise geübt, geübt, geübt. Dann habe ich mal gemalt. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist, ich weiß es nicht. Ich zeige euch auch gleich, warum Körper. Ich habe hier nämlich so ein Anatomiebuch, werde ich euch nachher zeigen. Dann habe ich die hier gemalt. Aber es ist mir nicht alles so gelungen, wie ich gewollt habe und ich war ein bisschen depressiv, ne? Ihr wisst, wie das ist, manchmal hat man so eine Phase, da denkt man, boah, ich kann nicht mehr zeigen. Natürlich habe ich das auch mit einem Mann gemacht, habe ich mal so einen Mann gemalt in so ein bisschen Manga-Style. Hier habe ich nochmal das mit den Kegel und Vierecken gemacht, das ein bisschen 3D rauszubringen. Teilweise weiß ich nicht mehr, wie man schraffiert. Ich habe da meine Bücher gelesen, was ich da habe, wo ich echt finde, scheiße. Zack, hier nochmal. Jetzt seht ihr so, was ich gemalt habe. Das geht, glaube ich, hier weiter. Hier kommen jetzt die ganzen Tage, wo ich jeden Tag so ein Blatt hier für dich gemacht habe. Jeden Tag wirklich hingesetzt. Weil irgendwie entspannt es mich. Das ist komisch, aber es hat mich entspannt. Dann habe ich hier Hände versucht. Die hässlichsten Hände aller Zeiten habe ich versucht. Und habe ich natürlich auch wieder meinen Kopf versucht. Immer mal zu gucken, habe ich Fortschritte gemacht. Wieder die Kegel da unten versucht. Ihr merkt schon, alles immer den gleichen Prinzip. Einfach drauf losgemalt, gucken, ob irgendwas rauskommt. Naja, es war halt nicht so. Hier habe ich ein bisschen mal versucht, irgendwas Cooles zu malen. Ist auch in die Hose gegangen. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, was machen wir dann? Wir machen dieses Muster. Das Muster kannst du malen und es macht dir Spaß. Irgendwie habe ich mich auch nicht mehr herangetraut. Ihr wisst, wo ich noch angefangen habe. Hier habe ich 17er 10er. Haben ja ungefähr angefangen. Da habe ich mal versucht, irgendwas abzumalen.
wo ich gesehen habe, fand ich es mir eigentlich auch recht gut gelungen, bloß immer so etwas, ich sehe keine Schattierungen, einfach mal so ein bisschen hingekritzelt. Da habe ich gedacht, okay, komm, das kriegen wir hin. Alles, was ich sehe, kann ich einigermaßen nicht gut, aber ein bisschen abmalen. Hände habe ich immer weggelassen, Unterkörper auch. Oberkörper habe ich ungern gemalt, weil kann ich nicht. Und hier so das Letzte, was ich so gezeichnet habe. Hier habe ich, glaube ich, auch noch eine Sache gezeigt, genau. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezeichnet. Das war so nach dem Kurs, habe ich das hier gemalt. Ist auch nicht so besonders geworden. Ja, ihr seht, ich habe schon viel gemacht, aber es war nicht so tauglich. Jetzt habt ihr gefragt, wieso Anatomiebuch, warum den Körper? Ich habe dieses Buch hier. Seht ihr das? Und das ist wirklich gut. Und jetzt habe ich mich entschieden, ich lerne. Ich lerne. Ich habe meine Depression oder sagen wir mal mein Leer oder dieses, die, man hat manchmal schon Absacker, habe ich überwunden und habe gedacht, ich lerne jetzt. Dann habe ich mir das Buch aufgeschlagen, was möchte ich zeichnen können. Natürlich möchte ich eine Hand zeichnen können, ich möchte eine Hand perfekt zeichnen können. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ich lerne, wie eine Hand funktioniert. Weil alle sagen, du musst wissen, wie es funktioniert, dann kannst du auch malen. Ne? Dann habe ich gedacht, schafft es mein Hirn auch. Deswegen habe ich jetzt aus dem Anatomiebuch die Hand im Knochen rausgemalt, also selber abgemalt halt. Nicht aus dem Kopf, sondern abgemalt. Aber man darf sich Referenzen hinlegen, um das zu gucken. Und habe die abgemalt. Ich finde es gar nicht schlecht gelungen und habe mir dann ein bisschen die Punkte grün angemalt von der Hand, so dass ich mir die Stichpunkte aufgeschrieben habe, was ist, um zu wissen, wie funktioniert die Hand. Mal gucken, ob das funktioniert. Naja, aber warum habe ich mich entschlossen, wieder weiterzumachen? Ich habe nämlich dann nur noch diese Übung hier gemacht. Ich zeige euch das Heft. Das ist jetzt ein anderes Heft, nicht das von vorher. Ich habe es nicht gefunden. Da seht ihr, ich habe wieder Striche gemacht. Und dann habe ich gedacht, komm, bin mutig. Wir gucken zurzeit immer Mandalorian an. Ich und meine Freundin und zum Schluss, wenn die Serie aus ist, was mega cool ist, die Serie, kommen immer so Abspannbilder und ich bin da so fasziniert von den Hintergründen, wie die gemalt haben und das ist so ein bisschen, das kribbelt mich immer auch so ein bisschen was zeichnen können, nicht so gut, aber vielleicht da hinzukommen, dass man sowas zeichnen kann. Also habe ich mir gedacht, ich nehme ein arschschweres Motiv und fange an zu zeichnen und vielleicht wird es was, wenn nicht, dann schmeiße ich das Blatt weg und alle gefällt, also muss ich was richtig gemacht habe, hier habe ich den hier gemalt. Ich weiß nicht, seht ihr das gut? Ich hoffe, ihr könnt den gut sehen. Ihr könnt mir in die Kommentare finden, wenn ihr den gefunden habt, dann schreibt ihr rein, wie gefällt euch das? Sagt ihr, er ist gut geworden oder nicht? Auf jeden Fall fand ich besser. Also ich denke mal, die Übungen, wo man nicht malt und irgendwie nicht guckt, wird man besser. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das am Anfang einigermaßen so hinkriege. Natürlich ist es noch nicht perfekt, aber er gefällt mir. Ich glaube, man erkennt, wer das sein soll. Dieses Baby Yoda, Kroko heißt der, Kroko. Dann hätte ich gedacht, nee, kriege ich niemals so hin, das Gesicht allein. Und dann habe ich mir gedacht, komm, wir machen weiter. Der ist noch nicht fertig. Da will ich auch noch was zu sagen. Dann habe ich gedacht, komm, wir malen Mandalorian noch. Und ich fand es auch nicht jetzt schlecht. Ich finde es jetzt nicht überragend gut, weil ihr merkt, die Seite ist anders da. Das habe ich aber mit Absicht gemacht. Nein, ich habe das irgendwie falsch gesehen. Ich weiß nicht, ich habe auf das Blatt geguckt. Und dann gedacht, wie? Und durch das, dass der Helm so glänzt, hat jetzt die rechte Seite anders gewirkt als die linke Seite. Deswegen, die ist eigentlich die richtige Seite. So sieht der Helm irgendwie aus. Der ist so ein bisschen eingedellt und nicht so glatt. Aber ihr habt gedacht, ich lasse das. Das ist ein Fehler, was ich gemacht habe und ich lasse das. Und meine Freundin möchte gern, dass der bis 100 geht, dass das Restliche auch noch kommt. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, erstmal zu lernen, wie malt man das Ganze, den Körper. Deswegen habe ich auch mal eine Frau da gemalt, wie sie da dran steht und Mann. Ich möchte langsam jetzt den Körperaufbau lernen und das Gesicht nochmal besser lernen. Und merke, dass ich nicht nur, wie ich am Anfang gesagt habe, in den Manga-Style rutsche oder malen möchte, sondern dass mich mehr interessiert. Es macht einfach nur Spaß, dieses Hobby. Okay, nur Spaß. Die zwei Wochen waren echt schrecklich, Leute. Die waren schrecklich. Ich habe gedacht, boah, ich krieg das nicht hin. Ich höre auf. Ich mache jetzt kein Blatt mehr voll.
Aber zum Glück habe ich das weitergemacht, weil es macht tierisch Spaß. Habe mir auch Bleistift gekauft, mit dem ich tierisch zufrieden bin. Da könnte man auch mal ein Video machen, dass ich vielleicht mal doch ein, zwei Videos mehr in der Woche rausbringe und nicht alle zwei Wochen eins. Dass ich euch mein Material zeige, ist noch nicht so ganz fertig. Hol mir da noch was. Ich habe mir gemerkt, dass Faber Castell oder Castell mir am meisten liegt. Die Stifte sind für mich am coolsten und da zeige ich euch natürlich gerne, was ich so benutze. Digital zeichnen würde ich jetzt auch langsam anfangen. Ich überlege, weil das kann ich ja auch aufnehmen, da es ja am PC ist, ob mir da einfach, wenn ihr es sehen wollt, schreibt mir einfach mal rein. Ich hatte ja viele Klicks, ich hoffe, da gucken ein paar zu. Was ihr denn gerne sehen wollt, dass es für mich einfacher ist, weil ich bin selber noch am Lernen. Ich kann euch keine Tutorials geben. Ich kann nicht sagen, so mal dir eine Hand, so mal dir einen Hund und so mal dir... Das kann ich nicht. Ich muss es selber erst lernen und habe da auch noch so viele Fragen und Anregungen. Vielleicht... hilft mir jetzt bald jemand da gut drin, wenn ich sie vorstellen darf, werde ich das dann beim nächsten Video auf jeden Fall machen und auch darauf hinweisen, was sie denn so macht. Aber da will ich sie erst fragen und dann gucken wir. Es ist eine Sie. Ja. So, das war's eigentlich großartig. Jetzt habt ihr gesehen, was ich so mache zurzeit. Also versuche ich die Anatomie des Menschen. Erst die Hand. Die Vorderhand habe ich, also die Hand habe ich schon. Jetzt mache ich, weil ich noch die ab und gucke die mir durch. Dann den Kopf, dann den Arm, den finde ich wichtig. Einfach nur, dass ich weiß, wie verhält sich der Körper. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, was ihr von meinen Zeichnungen haltet, wie ihr findet, wie ich rangehe. Ich werde auf jeden Fall jeden Tag mache ich meine Übungen, die was ich euch gezeigt habe. Kreis, Kreis, gerade diese mit den Wellenbewegungen finde ich sehr, sehr hilfreich. Und da mache ich meistens von diesen kleinen Blocken hier, Entschuldigung, ihr seht mich nicht, wenn ich immer rumgreifen muss. Ich sage ja, da mache ich meistens hier so eine Seite voll mit. Hier habe ich mir extra viel Platz gelassen, seht ihr. Da habe ich auch mal was anderes versucht, da habe ich mal hier einen Vogel reingemalt. Hier habe ich Schatturen. Ja, damit habe ich Probleme. Ich check die Schatur nicht. Es gibt Kreuzschatur und alles, aber irgendwie, wenn ich es anwenden soll, peile ich es nicht. Die Kreise sehen doch besser aus, so 3D haben die jetzt schon mit der Schatur, aber da bin ich noch, das ist so echt schrecklich, aber man kann nicht alles können. Auf jeden Fall mache ich weiter, mir gefällt, versuche jetzt 1 bis 2 Videos die Woche zu bringen. Ich versuche es, ich hoffe, dass es funktioniert. Kommt immer darauf an, wie ich selber vorankomme, ne? Dass ich euch auch was zeigen kann. Ich kann auch immer ein Kurzvideo machen mit 2-3 Minuten und einfach erklären, mir geht's so dreckig, ich muss ja nicht jedes Mal sagen, ich habe keinen Stift mehr heben oder so. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was wollt ihr denn sehen? Wie wollt ihr, dass es weitergeht? Wollt ihr, dass ich offe? Kann ja auch sein, dass ihr, bitte bring keine Videos mehr, Alter, du bist so doof. Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Aber danke fürs Zuschauen und danke für die vielen Klicks am letzten Video. So, das war's jetzt. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß bei, egal was ihr macht, spielen, malen, egal. Habt viel Spaß dabei. Ich bin gleich weg. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, ihr könnt gerne diesen Kanal abonnieren, wenn es euch gefällt. Das hilft mir natürlich sehr weiter, weil die 1000 sind echt nah. Irgendwann, wenn man mal rankommt, ne? Wenn euch das noch richtig gefällt, könnt ihr mich auch bei Twitch besuchen, wenn ich live bin. Da schnacke ich auch ein bisschen, könnt ihr mich ein bisschen was fragen, so wie ihr wollt. Habt also viel Spaß bei alles, was ihr tut. Ich bin jetzt weg. Ciao.